Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Imperium Galactic Survival in Alpha 12. Mit CPU und Gewicht und erhöhte Temperatur und so weiter und so fort. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, freut mich. Ja, ich habe heute Nacht noch ein bisschen was gemacht. Ihr seht, ich habe Leben verloren und so weiter. Ja, es war saukalt. Also ein bisschen mehr hochheilen hier und hochessen. Ich habe schon mal die Generatoren gebaut und gestellt, damit ich Wasserkanister produzieren kann, um Sauerstoff zu produzieren. Und ja, da habe ich mich ganz schnell hingelegt zum Schlafen. Ein bisschen Holz habe ich noch gesammelt, habe noch ein paar Bäume da vorne weggefarmt. So. Er stellt jetzt noch Platten her und die großen Solarpaneele stellt jetzt noch her und Containerlagererweiterung. So, Sauerstoff ist drin schon. Oh ja. So, damit das hier mal eigentlich ein Ende hat. Ah ne, warte, müssen wir hier mal rauf. Und wenn wir mal den Sauerstoff einschalten. Geht nicht, warum nicht? Hä, habe ich ausgemacht? Ja, was ist denn jetzt? Hä? Kein Strom mehr auf der Basis? Oder was ist hier los? Aua. On. So, Sauerstoff geht nicht. Warum nicht? Hä? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Haben wir keinen Saft? 0% Batterie. LOL. Kein Saft auf der Basis. Ja, das hat mir jetzt auch noch gefehlt. Warum? Haben wir keinen Saft auf der Basis? Oh, hä? Alle aus? Hä, was ist denn jetzt los? Was ist passiert? Minus 30 Grad, hallo. Ich habe mich hier schon voll gefreut. Jetzt habe ich hier Schneesturm oder was der Geier. Produziert er auch nicht mehr. Ist auch aus. Ja, ich weiß nicht, was los ist, Leute. Keine Ahnung, was los ist. Ich erfriere. Weiß nicht, was ich machen soll. Auch noch Sprit. Ja, da müssen wir mal. Da geht ja auch nicht. Hätte ja gesagt, dann baue ich mir jetzt ein. Obwohl, kann ich das hier bauen? Kann ich hier. Da müssen wir mal. So. Nein. Ja, ich erfriere sowieso jetzt, von daher stellen wir erstmal wieder einen hellen Tod hier. Wir müssen uns einen Generator bauen, ne? Aber jetzt stellen wir es mal wieder. Tschüss, Feljack. War nett mit dir. Keine Ahnung, warum die Basis keinen einzigen Tropfen Strom hat. Verstehe ich nicht, ja? Ja. Also langsam kotzt mich das schon so ein bisschen an. Also es ist ja irgendwo geil, Competition, ne? Hatte ich schon gesagt in der einen Folge, in der letzten, glaube ich, aber... Solange wird mir das doof zu doof hier irgendwie. Oh, ein Berg, ja. Oh, oh, oh. Und meine Basis auf der anderen Seite und was...
Ja, geil, ey. Meine Basis auf der anderen Seite. Geiler Spawn, ey. Kein Heizgerät, ich habe gar nichts. Ja, da gehen wir jetzt wieder hops. Ach, was ist denn los hier? Warum spawnt er mich direkt auf andere Seite vom Berg? Was soll denn der Blödsinn? Also Solarpanel war keine gute Idee. Denke ich, werde unten auf der Wiese bauen. Dann haben wir halt das Problem, dass wir halt die ganzen Kanonentürme brauchen und. Dann bauen wir Flakabwehrtürme und so weiter. Aber dann ist es nicht ganz so extrem. Also, dann ist zwar immer noch mit erhöhter Temperatur und so, aber. Junge, sogar hier ist es besser. Sogar im Wasser ist es wärmer als da draußen, ne? Ja, da stehen Generatoren, sie laufen schon. Jetzt gar nichts, ne? Komm, stirb hier draußen, ne? Und da ist der nächste Heldentod. Wehe, du spawnst wieder auf der anderen Seite vom Berg. Er spawnt tatsächlich auf einer Seite wieder, ne? Ne, doch nicht. Scheiße. Also bei Schneesturm ist nichts mit Strom hier. Und ist nicht mit Solar. Das bringt mir auch nichts, ne? Bringt mir doch auch nichts jetzt. Ich wollte mal die Lichter hinmachen, ja. Es ist eiskalt. Ich muss raus aus diesem Berg. Ich muss aus diesem Berg raus. Ich hoffe, dass es hier was bringt. Hier grad. Jetzt ist das auch nicht. Irgendwo muss es doch ein bisschen wärmer sein. 13, 12, 20, 14, 12, 11. Hier unten 10, 9, 11, nee. Eben hatten wir das ein bisschen hier. Oh, endlich 21 Grad. Meine Fresse. Ihr wollt mich doch echt verarschen hier. Ihr seht, das hat echt keinen Sinn, ne?
Und so langsam vergeht mir auch echt der Spaß daran, weil das ist echt so, das ist zu heavy, ne? Das ist zu heavy. Da kriege ich eine Krise. Also es ist eine Art Schneesturm, aber was soll ich jetzt machen? Jetzt stehe ich die ganze Zeit hier und kann gar nichts machen. Weil es einfach zu kalt ist. Ich habe Sauerstoff in der Basis, aber keinen Strom drauf. Ich kann irgendwie nichts bauen, weil das im Berg zu kalt ist. Den ganzen Mist hier hinkarren, kann ich mir auch knicken irgendwie. Das ist... egal wie ich jetzt was machen will, das bringt nichts. Ich muss, wenn, dann alles hier hinbekommen, an diese Stelle. Auch den mobilen Konstruktor muss ich die Sachen vom mobilen Konstruktor hierher holen. Damit ich mir einen Generator und Tanks bauen kann. Geht mein ganzes Essen drauf, meine ganzen Verbände gehen drauf. Das ist echt hardcore, Leute. Also habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich mir das nicht ganz und gar nicht vorgestellt. Ich denke, wir werden unten bauen. Das ist zu krass im Berg. Also wir werden das lassen im Berg, alles wie es ist, denke ich. Dann werde ich mir meine Mats rüberziehen. Werde auf die auf dieses Plateau dahin, wo die Blumen stehen. Da ist es nicht so mega kalt. Da werde ich da bauen. Ich werde das mit der Temperaturerhöhung lassen, ja, aber ich werde woanders bauen. Und hier in Berg, das werden wir trotzdem weiter bauen. Nur dann gehen wir halt immer vom Plateau in den Berg rein und machen das dann nach und nach. Also nur müssen wir ja irgendwie mal, wir müssen ja irgendwie mal aus der Hufe kommen. Ich muss ja irgendwie mal an Strom kommen, an Benzin und diese ganzen Sachen. Ich muss, es muss erstmal irgendwie was laufen. Solange nichts läuft, ja. Was mache ich da am besten? Ich würde sagen, dann mache ich jetzt hier einen kleinen Cut. Und dann sehe ich zu, dass ich das alles rüberkriege. Das wird sich ein bisschen hinziehen. Und wenn ich eine kleine Base da drüben stehen habe, auf dem Blumenplateau hier, 2 Meter weiter, dann werde ich dann die Aufnahme wieder starten. Und im Sinn würde ich sagen, ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, wie ihr seht, Basis steht. Ja, lange hat's gedauert. Ihr wollt gar nicht wissen, wie oft ich gestorben bin. etliche Male. Ich habe den Konstruktor hier jetzt auch schon gebaut. Ich habe mir einen Generator gebaut, 2 Treibstofftanks, Munitionskisten oder eine Munitionskiste halt. Dann hier 4 Kisten hingestellt. Hier habe ich einen Ventilator und dann einen Ventilator, weil irgendwie hatte ich den Ventilator an. Aber es war kein Sauerstoff im Raum irgendwie, ich habe keine Ahnung. Dann habe ich ein bisschen rumgefuchst hier und ja, hier habe ich jetzt eine Tür und hier ist noch eine Tür. So, ja, die Wassergeneratoren stehen da draußen, seht ihr schon vielleicht. Bisschen dunkel da, ne? Können wir gleich nochmal gucken. Den Kühlschrank, Lebensmittel, Konstruktor oder Nahrungsmittel, Prozessor, wie auch immer. Ja, für Energie nochmal, Sauerstofftanks. Ja, die CO2-Station und den, die Klonkammer meine ich, so, ein bisschen Licht, bisschen hübsch gemacht, so, naja, was heißt hübsch gemacht, vom Licht her ein bisschen hübsch gemacht, ne, ja, und ich bin gestorben und gestorben und gestorben und gestorben und gestorben, ja, ich habe noch ein bisschen Sauerstoff, ja, dann machen wir mal Licht an, zerstören wir mal die schöne Atmosphäre hier, hier sind die beiden Wassergeneratoren noch. Das hier ist Wasser, das sieht man jetzt noch nicht so gut. Ich habe mich jetzt hier halt hingeklatscht. Hier waren, ja, ich hatte hier vorher die Treppen und Eingänge überall, aber wie gesagt, ich hatte Probleme mit Sauerstoff gehabt hier. Müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie anders lösen. Hier ist es nicht mehr ganz so kalt. Machen wir mal die erstmal weg, die Treppen. Brauchen wir jetzt nicht.
Da habe ich mir schöne Eisentreppen hingebaut und Türen, aber irgendwie wollte es nicht warm werden innen drin. Es wollte und wollte und wollte einfach nicht. Da haben wir auch immer schön die Knospen hier überall. Das ist schon viel besser. Die andere Basis habe ich natürlich stehen gelassen. Die habe ich nur deaktiviert halt, ne? Also den habe ich halt die Power ausgemacht. Ist schwer kalt. Aber jetzt haben wir erstmal eine Basis, das ist schon mal ganz gut. Hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das Ding fertig hatte. Aber am Ende habe ich es dann doch noch geschafft. Finally. Hier sind jetzt schöne 22 Grad drin. Jetzt müssen wir mal gucken. P, ne, die Lichter. So, jetzt sind wir bei 34.000 CPU haben wir jetzt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall den Garten bauen. Also Treibstoff habe ich natürlich auch nicht die Welt. Aber normal, ne? So. Das da rein. Essen geht uns aus. Wie immer. So, zwei Riegel lassen wir uns mal. Ja. Wir warten jetzt auf den Tag. Noch 29. Das ist hier so rot. Hä? Das für ein komischer Effekt hier. Naja, gut. Können wir irgendwas herstellen? Ja, ein bisschen Fleisch. Machen wir das mal. Oder warte mal. Top. Brauchen wir dafür denn geeignetes Wasser, Fleisch und Gewürz? Ach, so viel habe ich eh nicht jetzt. Lass mal. Können wir noch ein paar davon herstellen? Kaffee, Pflanze, Setzling. Nährlösung. Müssen wir mehr Nährlösung produzieren, ne? Wie produziert man denn die nochmal? Ach, hier hatte ich ja. Alter, ich will das weghaben. Kann ich das nicht wegmachen? Na, ich will das wegmachen. Egal, dann bau den halt zu Ende. Wo macht man die? Ach nee, die Nährlösung macht man hier ja gar nicht. Hier macht man die, ja. Steinsmehl. Also daran soll es ja nicht mangeln, oder? Stellen wir her, so viel wir kann es erstmal. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir den Garten bauen. Nur wie mache ich das am besten? Anbauen oder dafür vielleicht eine eigene Basis wieder bauen? Weiß nicht. Bauen wir dafür jetzt eine eigene Basis oder? Weil dann haben wir nicht das Problem mit den CPU wieder. Müssen wir mal kurz gucken. Nährlösung, ja. Pflanzenbeet, Beton. Luftdichtmasse, Volumen. Steht aber nicht, ja. Ich will auch was Holz bauen, aber lieber nicht. Na, schauen wir mal. So. Haben wir. Wo haben wir sie da? 18 Kaffee. Nehmen wir mit. Noch ein bisschen was zu essen. So. Ja, zwei Nährlöse. Was fehlt uns denn? Gereinigtes Wasser.
Können wir das nicht auch erstellen, meine ich ja. Oder ein bisschen viel, ne? Oh, wie viel er daraus herstellt. Ein Stück hier erstmal. Mal gucken, wie viel wir hier schon haben wieder. Oh ja, sehr schön. So. Falsch. Sollte dann erstmal reichen an gereinigtem Wasser. Aus, Energie sparen. Ne, was mache ich denn immer? Ich komme total durcheinander. Total durch den Wind irgendwie. Wir können uns eigentlich auch noch einen zweiten Kühlschrank bauen, ne? Ah, sollten uns mal noch einen zweiten Kühlschrank bauen, dass wir den auch schon haben. So, Solarpaneele habe ich auch. Die stehen oben auf dem Berg. Kann ich euch gleich auch mal zeigen. Hier eine Anzugstation können wir auch noch bauen. Eine Drahtlosverbindung. Habe ich auch noch nicht gemacht. So. Dann können wir auch Containerlagerweiterung mal bauen. Bauen wir 10 Stück. Ausgabe. Hä? Nee. So, die Ausgabe hin. Lass dir mal erst noch ein bisschen Nährlösung produzieren. Wie kalt ist denn draußen? Und uns mal die Heizgeräte wieder mitnehmen, ne? Wollte ich die hingemacht hier. Wie wiegen die denn? 35 Kilo wiegt eins. Naja, eins muss reichen, ne? Wie viel haben wir jetzt inventartechnisch? 30 von 600, das reicht ja. So, dann lass mal gucken. Am besten fahren wir noch mal ein bisschen Holz. Mist. So. Achso, die Solarpaneele da oben habe ich sie stehen, seht ihr schon? Hier oben stehen sie. Habe ich schon groß hingestellt. 10 Stück erstmal. Ich wusste halt nicht, wie viel Matz ich habe. Also haben wir jetzt den Generator und wir haben Solarpaneele. Die laufen natürlich nicht so super Bombe. Weil bei dem Wetter hier. Natürlich nicht so doll, ne? Ja, mal gucken, dass wir unten noch ein paar Bäume abholzen. Das ist nicht so kalt. Ja, ist doch gut. Felsek, Felsek. So kalt ist es auch wieder nicht. Ein Eisenvorkommen, das kommt mir gerade recht hier. So, dann werden wir uns mal hier so hinstellen. So. Noch ein bisschen Holz farmen wegen Pflanzenfasern.
Mal gucken, vielleicht mache ich die Beta auch aus Holz oder so. Aber ich glaube doch, ja, ich denke, wir bauen uns doch eine eigene Basis dafür, ne? Muss dann nur ein bisschen weiter, aber das musst du alles beschützen, das ist das Problem, ne? Den ganzen Mist musst du dann beschützen. Aber wir hatten ja letztes Mal schon mal Hard Mode. In den Spezialfolgen hatten wir ja auch schon. Wir haben noch nicht mal... Wir hatten noch nicht mal einen Garten gehabt, oder? Doch, doch, wir haben doch einen Garten. Aber es war schon so knapp mit CPU alles, ne? Und da hatten wir Geschütze auch schon verbaut. Sollten wir vielleicht doch einzeln bauen. Ja, ich überleg's mir noch. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. So ganz genau weiß ich es noch nicht. Aber ich tendiere doch zum eigenen Basiskern für ein Gewächshaus. Hä? Hä? Ist weg? Lol, wo ist denn das Ding? Habt ihr das gesehen? Ich hab den hier oben im Berg gesetzt und auf einmal ist er unten im Tal. Keine Ahnung, voll der Bug. Mein Gott, ich komme mir hier vor wie in Sibirien oder so. Das ist das tiefste Sibirien hier. Eine Nacht hatte ich minus 42 Grad, da bin ich bestimmt 20 Mal hintereinander verreckt oder so. Das ist ja jetzt auch so eine Art Schneesturm hier oder sowas, ne? Ein bisschen mehr Zeug rumfliegen. So. Draußen sind wir am Rasenmähen. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Hat ja auch ganz schön geregnet die letzten Tage. Zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen. Keine Ahnung, wie es bei euch war. Ich habe das jetzt Hauptbasis übrigens genannt, genau. Und das andere ist die Bergbasis. So, nochmal zeigen hier. Hier habe ich... Naja, ist da, jetzt hat man es gesehen. Moment. Da, Bergbasis. Das ist... Ja, Basis. Naja, aber es ist die Hauptbasis. Bergbasis und Hauptbasis. So habe ich es jetzt benannt erstmal. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Haben wir jetzt schon mal zwei Basen. Dann werden wir uns noch eine dritte bauen und ja, für das Gewächshaus bauen wir uns eine. Ist echt besser. Dann nur mal gucken, wo wir die hinbauen. Aber ich würde vielleicht sagen, na hier wird das nichts bringen, die muss ja einen gewissen Abstand haben, ne? Ich dachte vielleicht hier drüben rein, hier. Weil die vielleicht hier irgendwo hinbauen. Ich will aber ungern die Blumen zerstören. Weil da haben wir ja eine natürliche Ressource für Knospen jetzt. Ja. Lass uns mal gucken, wo wir das Ding hinklatschen. Aber wir müssen uns bald mal beeilen, eine zu bauen. Dann können wir nämlich die so weit ausbauen, bis es mit der Standard-CPU ausreicht. Kurz rein hier in die warme Stube. Ah, ist das hier schön warm und kuschelig. So,
So muss das sein. Schön warm und kuschelig ist hier. So, 622 Nährlösung hat er gemacht. Wir hätten eigentlich noch mehr machen können, ne? Wir brauchen mehr Wasser. Dann brauchen wir... Nee, wir müssen die Nährlösung jetzt mitnehmen, ne? Muss jetzt hier rein. Oh, der ist immer noch an. Nee, hier. Hier nehmen wir die aus Holz. Masse, Volumen. Ich glaube, ich baue die aus Holz. Da brauchen wir 369 pro. 18, ich versuche mal 18 zu bauen. Brauchen wir einen davon oder eine Nährlösung, ja. Oh oh, wir brauchen Pflanzenfarbe, wir brauchen noch mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz. Wir Pflanzenfasern auch noch haben. Pflanzenfasern und Holz, ja. Ja, ich hätte das auch gern gezeigt mit dem Basisbau, wie ich das gebaut habe, aber ach, das ist doch alles. Das habe ich euch jetzt immer erspart und dieses Dauergesterbe von mir. Auf jeden Fall, es war der reine Wahnsinn. Aber ich werde das jetzt ab und zu auch mal so weiter handhaben, wenn gewisse Sachen gebaut werden müssen. Man muss ja nur wirklich nicht alles, wirklich jede einzelne Kleinigkeit zeigen. Ich denke mal, bei so gewissen Sachen, denke ich, kann ich das auch mal außerhalb der Folge machen. Dann ist es schon fertig, wenn ihr wieder guckt, dann habe ich schon fertig gebaut. Ich mogel hier auch nicht rum oder so, also ich sterbe wirklich mit dem Wolf hier. Schön fleißig sterben immer. Ja. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann unseren Garten bauen. Ich werde erstmal zwei große Beete bauen. 3x3. 3x3 Beete. Und dafür einen eigenen Kern setzen. Ja. Dann müssen die natürlich noch dicht gemacht werden, überdacht werden und. Da müssen wir lange zusehen, dass wir einen Hoover bauen. Ist er? Fertig. Sehr schön. Ach ne, da fehlt noch was. Wir brauchen noch Pflanzenlichter. Erstmal nur Zweier. Und brauchen noch einen Basisstarterkern. Ja, und damit würde ich sagen, Folgenende, meine Lieben. Lasst mir mal einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und die Glocke neben dem Abo-Button nicht vergessen, um keine weiteren Folgen von mir zu verpassen. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder. Wenn das dann heißt mit dem Gartenbau und so weiter. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!